Man kann ja auch mal soft starten und dann einfach, man merkt ja auch, wie die Körpersprache zwischen zwei Personen. Kann ich das jetzt härter anpacken? Probiere ich mal was aus? Aber natürlich, wenn man jetzt gleich mal aufs Würgen geht, hart. Sex sells und das mehr denn je. Aber trotzdem ist weibliche Lust bis heute zu einem der größten Mysterien der Menschheit hochstilisiert. Grund genug für uns, ganz ohne Tabus über Female Pleasure zu sprechen. Damit herzlich willkommen bei AUX. Wie stigmatisiert ist weibliche Lust heute noch? Wie wirken sich Online-Pornografie und Sextoys auf das Sexleben von Frauen aus? Und welche Methoden und Techniken können Menschen mit Vulva nutzen, um ihre Lust neu zu entdecken? Darüber unterhalten wir uns mit unseren heutigen Gästen. Wir fragen Mary Wetz, ihres Zeichens eine der bekanntesten Pornodarstellerinnen des Landes, wie viel Platz die Sexindustrie für weibliche Lust bietet. Keine Frage, man verdient gut, aber man sollte trotzdem einen ganz guten Draht zwischen Lust und Geld verdienen finden. Außerdem unterhalten wir uns mit Nicole Meidl, Sexualitätstrainerin und Expertin in der neuen Kanal Plus Show Sexplanation. Würden mehr Frauen wirklich in ihrer Lust sein, wäre es wahrscheinlich nicht so ein Mysterium, ja, weil es öfter passieren würde. Was normal wäre. Ja. Und die großartige Christel kehrt für eine AUX-Live-Session zurück in unser Studio. Bevor wir in die heutige Folge starten, wir reden heute zum Thema weibliche Lust sehr viel über Vagina, Vulva und Klitoris. Uns ist aber wichtig zu betonen, dass Geschlechtsteile nichts über das Geschlecht einer Person aussagen. Die Forschung zu weiblicher Lust hinkt jedenfalls um Jahrzehnte nach und Studien rund um den weiblichen Orgasmus sind bis heute Mangelware. Aber auch da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Um mit veralteten Mythen aufzuräumen, haben wir für die heutige Folge eine Expertin getroffen. Ich glaube, Female Pleasure ist auf der ganzen Welt sehr tabuisiertes Thema, weil einfach nur so Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern herrscht. Es gibt aber schon mittlerweile auch viele feministische Bewegungen und da zähle ich einfach Female Pleasure dazu, die sagen, hey, wir ermächtigen uns wieder unseres Rechts auf Lust. Wir dürfen genauso Lust empfinden und wir erkunden das jetzt mal. Ja, ich bin die Sophie, bin Sexualpädagogin und Coach. Ich arbeite vor allem mit Frauen, gibt Female Pleasure Workshops und Retreats. Und ich baue gerade eine School of Pleasure auf, also eine Online-Plattform. Und heute werden wir über Female Pleasure sprechen. Das Thema Female Pleasure richtet sich jetzt an die Biologie, an Personen mit Vulva, an Personen mit Vagina. Wir befinden uns nur in einer binären Geschlechterordnung, was nicht bedeutet, dass ich den Begriff Geschlecht oder eben Gender als binär sehe. Ja, so als Grundvoraussetzung für Pleasure oder auch für einen Orgasmus ist auf jeden Fall das regulierte Nervensystem. Das heißt, ich bin in einem Zustand, wo ich mich sicher fühle, wo ich entspannt bin. Ich arbeite einfach total gern mit simplen Übungen, die ich machen kann, ist so ein kurzer Reality-Check, wo ich mich selbst einfach in dem Moment frage, hey, bin ich gerade sicher in dem Moment? Wo bin ich denn gerade? Wie schaut dieser Raum um mich aus? Was sind da für Gegenstände oder Personen, Objekte? Die kann ich auch mal spüren mit meinen Händen. Also es bringt innere und äußere Wahrnehmung zusammen. Das Allerwichtigste ist die Klitoris. Das Lustorgan, was das Homolog vom Penis ist. Das heißt, es gibt eben klitorale Orgasmen. Vermeintliche vaginale Orgasmen sind oft klitorale Orgasmen. Wenn jetzt so innerhalb der ersten paar Zentimeter der Vagina eine Penetration stattfindet, die Vagina einen Penis oder einen Finger oder was auch immer aufnimmt, dann wird quasi auch die Klitoris mitstimuliert. Das heißt, einen vaginalen Orgasmus in dem Sinn gibt es nicht wirklich. Es ist die Klitoris, die den Orgasmus auslöst. Was beim vaginalen Orgasmus, wenn man schon von vaginalen Orgasmus oder wenn man von so einem tief innen erlebten Orgasmus spricht, passiert ist, manchmal kann ein Zervixorgasmus entstehen. Zervix ist der Gebärmutterhals und das entdeckt man jetzt erst relativ neu, dass da ein riesiges Lustpotenzial schlummert. Es werden jetzt gerade Studien gemacht, die schon feststellen, dass man beim Gebärmutterhals einfach empfindliche Zonen hat, erogene Zonen, wo man einen Orgasmus haben kann. Ich habe da jetzt zum Beispiel so eine Cervix Serpent dabei. Ja. Das ist nur der Griff, das ist der Teil, der in die Vagina eingeführt werden kann. Und ganz am Ende, so der
Muttermund den mal so sanft berühren. Und Zervixstimulation oder Zervixorgasmus ist jetzt gar nicht so zu starke Penetration und Stoßen oder so, sondern da geht es um die Connection. Manche Frauen empfinden da eher vielleicht zuerst einen Schmerz. Es kommt auch ein bisschen darauf an, ob man schon geboren hat oder noch nicht. Da bin ich eher so der Meinung, hey, just be curious, also einfach neugierig sein und erkunden. Die Vulva ist alles, was man von außen sieht. Innenliegend bei den weiblichen Intimorganen ist die Vagina. Ja, die Vagina ist so ein circa 10 bis 12 cm langer Muskelschlauch. Am Ende von der Vagina kommt die Gebärmutter. An der Vulva selbst gibt es die Klitoris. Hier sieht man nur die Klitorisperle oder Klitoriseichel. Was man hier bei der Klitoris sieht, ist nur ein kleiner Teil des ganzen Lustorgans. Das volle Lustorgan schaut nämlich so aus. Die Klitoris hat also Schenkel links und rechts, Schwellkörper wie beim Penis. Bei quasi Erregung, bei Lust werden die stärker durchblutet, so wie sie der Penis aufrichtet, werden die größer, dadurch wirken auch die Vulvalippen größer. Und ja, alle Geschlechter haben eine Erektion. Über Orgasmen und vieles mehr wollen wir auch mit unseren heutigen Gästen sprechen. Ich freue mich sehr, dass Pornodarstellerin Mary Wetbones zu Gast ist. Hallo. Hallo. Und neben mir Platz genommen hat Sexualitätstrainerin Nicole Meidel. Danke fürs Kommen. Hi, freue mich. Warum wir genau euch beide in eine Folge über Female Pleasure eingeladen haben, das hören wir jetzt. Fast 30 Millionen Videoaufrufe hat Mary Wett auf Pornhub. Mehr als dreimal so viel, wie Österreich EinwohnerInnen hat. Als Pornostar und Camgirl ist sie seit bald 9 Jahren Pleasure-Expertin. Und das nicht nur für den männlichen Lustgewinn. Expertin ist aber auch Nicole Meidel. Nicht umsonst bezeichnet sie sich als Mentorin für weibliche Lust. In ihren Workshops und Retreats gehen Yoga, Sexualität und Empowerment buchstäblich Hand in Hand. Was ist für euch der größte nicht-sexuelle Pleasure? Und warum ist weibliche Sexualität für die Mehrheitsgesellschaft eigentlich immer noch so ein Mysterium? Merkt ihr grundsätzlich, dass ein Mysterium daraus gemacht wird? Die Leute fragen grundsätzlich nicht, was einem gefällt. Also man unterhält sich ja nicht vorab und fragt den, also sein Gegenüber, was einem wirklich im Bett taugt. Ja, kann ich auf jeden Fall sehr zustimmen. Und ich glaube, dass das sehr weit zurückreichend auch ist, dass ganz absichtlich aus der weiblichen Sexualität auch ein Mysterium gemacht worden ist. Mhm. Und dadurch Frauen in eine Position gekommen sind, wo uns eigentlich Sexualität abgesprochen wird auch. Ja, eigentlich nur für den Mann da, aber zur Befriedigung im Endeffekt, ja. Genau. Und oft gibt es für Frauen einfach nur, entweder du bist total asexuell, bist Mutter, bist Ehefrau oder du wirst als Schlampe, als Hure und so weiter bezeichnet und das ist was Negatives. Jetzt arbeitest du als Trainerin für Weiblichkeit und Sexualität. Wie ist es dazu gekommen, dass du aus diesem Thema wirklich deinen Beruf gemacht hast? Ja, es hat eigentlich ganz harmlos mit Yoga angefangen, mit Yoga für Frauen. Und das heraus ist entstanden aus eigentlich meiner eigenen Krankheitsgeschichte oder meiner eigenen Geschichte mit Vulvodynie, Vaginismus. Das sind einfach Erkrankungen, die relativ viele Frauen haben und wo Schmerzen beim Sex da sind. Mhm. Die Schulmedizin konnte mir dann nicht weiterhelfen. Da war dann die Diagnose, eigentlich es gibt nicht wirklich eine Diagnose. Und da sind deine Schmerzmittel für den Rest deines Lebens. Und für mich war das keine Option. Und ja, das hat mich so auf die Reise in dieses ganze Thema geschickt, auch in so tantrische Strömungen, aus denen ich mir meine Sachen rausnehme, die halt gut passen. Mary, wie hat eigentlich dein Beginn deiner Karriere ausgeschaut und wie viel hat deine Entscheidung, in die Pornoindustrie, Sexindustrie einzusteigen, auch mit deiner eigenen Lust einfach zu tun gehabt? In erster Linie ging es gar nicht um Lust. Es ging eigentlich darum, ich fand es interessant, dass man überhaupt noch mit Erotikfilmen Geld verdienen kann. Mhm. Ich meine, ich war 19. Okay. Ich war eigentlich noch so ganz frisch am Sexmarkt, wenn man so möchte. Mhm. Und dadurch bin ich eigentlich erst so auf 3er, 4er überhaupt einmal dieses Ganze ausprobieren. Was wollen Leute eigentlich sehen? Und ja, schlussendlich bin ich dann in der Schiene geblieben und habe mich da selber ausprobiert. Die ersten Jahre waren ein bisschen holprig, aber dafür habe ich dann selber, also mich vor allem selber kennengelernt, mhm. was die Webcam auch betrifft. Man fängt dann an mit Toys, nicht nur mit dem Partner zum Spielen, sondern
alles Mögliche auszuprobieren. Ich glaube, du hast am Beginn deiner Karriere auch wirklich mit großen Pornofirmen schon zusammengearbeitet, wirklich so diese Mainstream-Pornoindustrie. Ja. Da gibt es ja auch irgendwie so dieses Klischee, dass da alles fake ist, was passiert. Inklusive der weiblichen Lust, würdest du das unterschreiben? Ja. Wie muss man sich vorstellen, wenn man eine weibliche Pornodarstellerin ist? Wie viel Platz für Lust ist da überhaupt? Sehr wenig. Weil es ist einerseits extrem stressig am Set. Man dreht teilweise bis zu 8 Stunden lang. Und 8 Stunden lang eine Lust aufrechtzuerhalten. Muss man da wirklich so lernen, irgendwie zu schauspielern? Wie war das für dich in der Zeit? Ja, es ist eine Schauspielerei. Mhm. Es ist genau das im Endeffekt. Deswegen sage ich auch, wenn du zu einem Pornodreh gehst, das ist ein Job. Mhm. Also du machst das, was der Produzent möchte. Und ich war auch mal wirklich bei einem Pornodreh, wo er daneben gestanden ist, der Produzent, und wirklich gesagt, Orgasm. Also dass du dir jetzt wirklich plötzlich was vorspielen musst. Also das war so absurd. Deswegen habe ich mir auch ganz schnell mal wieder aufgehört, diese professionellen Pornos zu drehen und bin dann in die Amateurbranche zurückgekehrt, wo ich wirklich tun und lassen kann, was ich will, mit wem ich will, wo und wann ich will. Weil jetzt die Sexindustrie sich auch so viel mehr auf Amateur-Content und Webcaming und so verlagert hat. Du scheinst sehr glücklich darüber zu sein. Ja. Wie viel mehr Platz ist da jetzt für deine eigene Lust sozusagen? 100%. Ja, also es ist auch authentischer, würdest du einfach sagen? Ich meine, es gibt noch genügend Mädels, die das dann eben machen, weil sie dann Geld verdienen. Keine Frage, man verdient gut, aber man sollte trotzdem einen ganz guten Draht zwischen Lust und Geldverdienen finden. Nicole, du bist ja auch in der neuen Kanal Plus Show Sexplanation als Expertin zu sehen. Die Show greift auch extrem wichtige und relevante Themen rund um Sexualität auf. Was war dir dabei wichtig zu vermitteln? Dass wir den Mut haben dürfen, Sexualität und Lust für uns neu zu definieren und neu zu entdecken und dass wir uns lösen dürfen von diesen Vorstellungen und all dem Erwartungsdruck und all den Sachen, die damit kommen. Und einfach wirklich wieder zu schauen, was bereitet mir denn eigentlich Lust? Und da auf Entdeckungsreise zu gehen. Du sagst in Sexplanation sehr viele schlaue Sachen. Einen kleinen Ausschnitt davon schauen wir uns jetzt an. Ein Störfaktor für Lustempfinden, gerade bei Frauen, ist meistens unser Kopf. Lust entsteht in unserem Gehirn. Das ist unser größtes Lustorgan. Und hinderlich dabei kann zum Beispiel ein verzerrtes oder schlechtes Körperbild sein. Auch ganz viele Ideen und Glaubenssätze, die wir rund um unsere Sexualität im Laufe unseres Lebens gelernt haben. Und deswegen kommen dann ganz viele Frauen zu mir und sagen, ja, sie haben halt nicht so viel Lust oder sie haben keine Lust mehr auf Sex und suchen den Fehler quasi bei sich, anstatt vielleicht einfach zu hinterfragen, ob der Sex, den sie gelernt hat, einfach nicht der Sex ist, der für die meisten Frauen passt. Was würdest du denn am ehesten sagen, also was ist der Sex, den wir gelernt haben, versus der Sex, der für die meisten Frauen passen würde? Der Sex, den wir gelernt haben, ist Sex for male gaze, also eher auch was in den meisten Pornos passiert. Es spricht Männer an und das ist der Sex, der für Männer funktioniert. Und ein großes Ding ist eben, dass die Vagina als Gleichstück quasi zum Penis gesehen wird. Und wie wir vorher schon gehört haben, ist das absoluter Blödsinn, weil eigentlich ist es die Klitoris. Und allein das macht schon einen riesen Unterschied zu wissen, rein penetrativer Sex funktioniert für die meisten Frauen nicht, weil ganz unterschiedliche Voraussetzungen vorhanden sind. Mary, wenn du jetzt zurückdenkst an den Anfang deiner Karriere und deine Sexualität im frühen Erwachsenenalter, wie sehr würdest du sagen, hat sie sich im Laufe der Jahre verändert? Wie anders ist dein Zugang dazu? Extrem. Ja, am Anfang macht man eigentlich nur so das, was die Leute sehen möchten, weil es einem einfach begeistert, wenn man da die Aufmerksamkeit bekommt. Aber irgendwann denkt man sich dann halt auch, ist es genau das, was ich möchte? Ich habe mir dann auch eine kleine Auszeit gerade nach diesem Profi-Pornos genommen, um mich selber mal überhaupt herauszufinden. Das wissen auch viele Frauen einfach nicht, was gefällt ihnen eigentlich und wie willst du es dann jemand anderen erklären? Und dann kamen Gott sei Dank diese ganzen Sex-Toys in Mode. Und so hat das Ganze eigentlich dann bei mir angefangen. Ja. Ich habe das Gefühl, Toys sind in den letzten Jahren erst so richtig in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sind Toys Teil deiner Arbeit, Nicole, auch? Bist du Für mich ist es so Hassliebe. Also ich glaube, es ist sehr, sehr selbstermächtigend für Frauen, sich selbst Orgasmen beschaffen zu können. Ich glaube, das ist ganz essentiell, gerade für Frauen, die vielleicht noch nie einen Orgasmus hatten, zu wissen, hey, ich kann das, mein Körper ist fähig dazu. Was das Kontra von dem Ganzen ist, ist die Schnelligkeit und wieder diese
Zielorientiertheit, die gerade vibrierende Sextoys mit sich bringen. Mhm. Das heißt, so dass man als ultimatives Ziel einen Orgasmus hat. Genau. Und das ist ja gleichzeitig das Problem dann mit vielen Partnern. Ah, okay, man berührt sich nur, um zum Ziel Orgasmus zu kommen, und das funktioniert für die Frau oder beide oft dann nicht. Und das reproduziert man dann in der eigenen Masturbationspraxis. Ein Mysterium, das einem immer wieder unterkommt bei dem Thema, ist weibliche Ejakulation. Und es wird irgendwie so ein großes Mysterium daraus gemacht. Wie mysteriös ist weibliche Ejakulation in euren Augen? Gar nicht mysteriös. Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz normal. Für viele anscheinend schon, ja. Ja. Aber gewöhnungsbedürftig halt einfach. Auch nicht jede Frau kann sich so fallen lassen, dass es überhaupt passiert. Deswegen, glaube ich, ist es halt auch schon wenig Männern untergekommen. Mhm. Da sind wir eben dabei, würden mehr Frauen wirklich in ihrer Lust sein, wäre es wahrscheinlich nicht so ein Mysterium, weil es öfter passieren würde. Was normal wäre. Ja, genau. Über Mysterien rund um den Orgasmus haben wir uns auch mit Sophie Humer unterhalten. Viele Frauen wissen gar nicht, dass sie ejakulieren, weil das muss ja jetzt dann nicht so fontänenhaftes Spritzen oder Squirting sein, wie es oft in Pornografie dargestellt wird, was manchmal real ist, aber manchmal auch nicht real ist. Die Flüssigkeit ist nicht wirklich Urin, aber es können Urinreste drinnen sein. Das weibliche Ejakulat schaut immer ein bisschen anders aus. Das kann eine ganz klare, dünne Flüssigkeit sein. Das kann aber auch ein bisschen fester, ein bisschen weißlichere Flüssigkeit sein, so unterschiedlich wie Menschen halt auch sind. Grundsätzlich kann sie entstehen durch Stimulierung vom G-Gewebe oder der G-Fläche. Das ist, wenn man in die Vagina hineingreift, quasi sehr nah beim Eingang oben so ein schwammartiges Gewebe. Und dann geht es darum, dass man lernt, nach außen zu drücken. So, es ist was, wo Frauen grundsätzlich eher konditioniert sind, zusammenzuhalten. Und so erleben Frauen auch oft einen Orgasmus eher so ein Hochhetzen und ein Hochziehen und ein Anspannen. Und wenn man sich mal erlaubt, dass es kein nach innen ziehen und Anspannen ist, sondern ein wirklich bewusstes nach außen drücken, wie wenn man pinkelt, dann kann irgendwann vielleicht diese Flüssigkeit fließen. Das bringt mir ziemlich viel, wenn ich das tun möchte, weil ich habe das Gefühl, es ist ein extrem starkes Empowerment, einfach auch zu erkennen, hey, das ist in meinem Körper irgendwie veranlagt, das könnte mein Körper und ich ermächtige mich dieser Fähigkeit. Und ich sehe das auch als eine sehr wichtige Message irgendwie so generell gegen das Patriarchat, dass es einfach ganz klar und deutlich ist, dass alle Geschlechter ejakulieren können. Ich glaube, wir leben in so einer Leistungsgesellschaft, wo wir auch unseren Orgasmus immer mehr optimieren müssen. Ja? Also es reicht nicht, dass ich einmal einen Orgasmus habe, der muss nur tiefer, der muss nur länger, der muss nur mehr und ich brauche nur multiple Orgasmen, es muss nur weiter, besser, schneller werden irgendwie. Und sich von dem einmal zu lösen, kann sehr hilfreich sein, vor allem auch für Paare, einfach mal zu sagen, hey, wir sind jetzt mal intim miteinander und machen Dinge, die sich für uns gut anfühlen, ohne dass wir gleich zu einem Orgasmus kommen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir über Female Pleasure sprechen, ist, um wen geht's? Es geht um dich. Das heißt, find für dich mal raus, was du möchtest, nicht um irgendeinem Partner oder einer Partnerin zu gefallen oder da was zu empfinden. Und ganz wichtig ist auch da dieses Let's talk about it. Ja? Was bedeutet denn Sex? Was glaube ich denn, wie Sex abzulaufen hat? Wir haben so viele Bilder, wir haben so viele Skripte drinnen und es geht mehr um Lustempfinden, als wie um irgendeinen Höhepunkt zu erreichen. Ja, deswegen so mein Slogan ist ja wirklich more pleasure and less pressure. Die Frage gebe ich gleich an unsere Gäste weiter. Für wen hat man einen Orgasmus? Für sich selbst? Für alle Personen, die involviert sind beim Sex? Wie seht ihr das persönlich? So wie es auch. Ich glaube, wenn man sich anschaut, wie viele Frauen Orgasmen vortäuschen, macht man es auch eigentlich für den anderen, damit er sich gut fühlt auch, ja? Und sicher in seinem Ding. Ja, würde auch sagen, machen sicher viele Frauen für den Partner, um da keine Gefühle zu verletzen. Im besten Fall macht man es für sich selbst, würde ich sagen. Ja. Ich habe einen sehr interessanten Beitrag gelesen, wo es darum ging, dass dadurch, dass die Pornoindustrie halt auch harten Sex, Würgen und solche Dinge ziemlich normalisiert hat, immer mehr
junge Männer dazu übergehen, dass angenommen wird, das ist für alle okay und normal, dass es einfach Teil so des Mainstreams geworden ist, was oft dazu führt, dass Frauen Sachen machen, die ihnen eigentlich vielleicht gar nicht so gefallen. Wie umgehen mit solchen Phänomenen, gerade auch so in der Interaktion zwischen Partnern? Fehlende Kommunikation. Das ist es im Endeffekt, ja. Aber natürlich, es wird einem nicht beigebracht. Natürlich, es gibt genügend Frauen da draußen, die auf harten Sex stehen. Nicht jeder steht auf Blümchen, Sex und nur Berührungen. Mhm. Es gibt Frauen, die wollen einfach angepackt werden, ja, und nicht nur gestreichelt werden. Mhm. Also das finde ich auch immer sehr witzig, dass die Leute sagen, jede Frau mag dann plötzlich nur noch Blümchen Sex. Jede Frau möchte von A bis Z. Immer nur so. Ja, eben, immer nur ja. So. Ja. Es ist wichtig, Abwechslung reinzubringen. Ja, das eine oder das andere ist. Ja. Man kann ja auch mal soft starten und dann einfach, man merkt ja auch, wie die Körpersprache zwischen zwei Personen. Kann ich das jetzt härter anpacken? Probiere ich mal was aus? Aber natürlich, wenn man jetzt gleich mal aufs Würgen geht, hart. Ja. Nicole, in deinen Workshops sind ja, wenn ich es mir richtig vorstelle, einfach auch mehrere Frauen in einem Raum, die gemeinsam ihre Sexualität entdecken, was ja auch voll die intime Erfahrung sein kann, die einem vielleicht auch nicht leicht fällt. Aber was sind so die schönsten Momente? Ganz, ganz schwierig. Also die schönsten Momente so allgemein ist, wenn wirklich diese Masken fallen und die Frauen voll sie selbst sind. Super schön ist auch, wenn ich Berührung anleite in Übungen und alle Frauen haben dann die Augen zu und sind total mit sich, und genießen das irgendwie voll. Was natürlich auch super schön ist, wenn dann Frauen kommen und sagen, sie hatten jetzt ihren ersten Orgasmus zum allerersten Mal oder sie hatten eine neue Art von Orgasmus oder konnten wieder intim mit ihren Partnern sein. Das ist dann natürlich weniger in person im Raum als dann bei den Online-Workshops oder Begleitungen one-on-one. Ja. Mary Nicole, vielen, vielen Dank für das super spannende Gespräch. Danke. Danke dir. Wir kommen an dieser Stelle noch zu den Event-Highlights presented by Ö-Ticket. NoFX gehen auf Final Tour und machen dabei am 2. Juni am Pischlinger See bei Linz halt. Das Novarock geht von 7. bis 10. Juni in Nickelsdorf über die Bühne mit Slipknot, Bilderbuch und den Ärzten. Das Electric Love verwandelt den Salzburger Ring von 6. bis 8. Juli in einen Rave mit alle Farben, Robin Schulz, Scooter und vielen mehr. Und Voodoo Jürgens geht im Dezember auf Tour, unter anderem in Wien, Wels und Gleisdorf. Und wir kommen damit zum Ende der heutigen Folge von AUX. Aber wie immer gibt es natürlich eine AUX Live Session heute von Christel. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage ciao, bis nächste Woche. I won't escape from my body. I'm a woman.
to hurt my